Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf meinem Kanal. Ja, wie in anderen Videos angekündigt, ein neues Let's Play, wie gesagt, und ich spiele hier Until Dawn. Ja, es ist kein neues Spiel, das ist mir klar und bewusst. Ja, hier auf YouTube, da wimmelt es definitiv auch schon von sehr, sehr vielen Videos von diesem Game, aber ich habe es bisher einfach versäumt, dieses Spiel mal zu zocken. Werde ich jetzt tun. Ich weiß noch nicht allzu viel darüber. Werde mich aber überraschen lassen. Und ja, dachte ich, mache ein kleines Let's Play dazu. Lasse euch daran teilhaben und wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Ich werde mich jetzt hier einfach mal per Cam ausklinken. Einfach um das Feeling vom Spiel hier nicht irgendwie wegzunehmen. Oder zu mindern, sagen wir es mal so. Und ich werde hier einfach eine neue Geschichte starten. Lasst mich mal überraschen. Sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Erna hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Nein, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Mike? Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Hey, hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh? Ja, Leute, jetzt bin ich mal gespannt. Was uns hier erwartet. Wie gesagt, muss ich mich hier erstmal mit allem vertraut machen. So viel wusste ich schon vorab, dass wir hier in dieser Hütte sind. Oder Hütte sein werden. Ja. Da schauen wir jetzt einfach mal, was man hier machen muss. Also die muss jetzt irgendwie den Josh, glaube ich, finden. Die Frage ist nur, wo der sich rumtreibt. Aber ich komme hier aus diesem Raum ja nicht raus. Ah. Auf jeden Fall abgeschlossen. Wer war denn das, wo der auf dem Stuhl pennt?
Ja. Ja, die ist auf jeden Fall leer. Okay. Shit, Josh. Ach, da sitzen ja zwei. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Jetzt hier erstmal schauen, wo man da eigentlich. Da gibt's noch was. Eine Notiz. Anna, du siehst in dem Shirt so heiß aus, aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 20 Uhr ins Gästezimmer, Mike. Oh mein Gott! Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Oh. Habt ihr eine Nachricht im Einschalten? Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ja, ja. Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Matt? Ja, klar. Was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Mann! Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! Ja, das ist gemein. Vor allem die versammelte Mannschaft ist auch hart. Josh wecken, andere suchen, ja. Ich glaube, mit Josh ist nicht viel anzufangen. Leute! Da draußen ist jemand! Was zum... Ja, da hinten rennen. Rennen sie weg oder raus. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Oh, shit. Würde eher sagen, schnell. Sonst finden wir die vielleicht nicht. Folge mal lieber dem Geräusch. Ist vielleicht besser. Verdammt, Hannah! Wo steckst du? Ja, da hinten. Hier auf jeden Fall mal rechts lang. Versuche hier Fußspuren zu folgen, ja. Schon hoch, oder? Ist ja krass. Muss ich hier erstmal mein Handy anlocken. Hannah! Also schon beeindruckend gemacht, Leute. Wenn ihr das auch noch nie gespielt habt, ist richtig cool. Jetzt kann ich hier das Licht vom Handy separat drehen, wie ich möchte. Natürlich super. Aber ich sehe keine Fußspuren mehr. Boah. Ah. Hallo? Hallo? Was ist denn das Schönes? Es geht.
Todestotem. Aha, okay. Der mögliche Tod der Person, die es findet. Naturvölker glauben, dass Schmetterlinge Träume und Vorahnungen überbringen. Ihr das Totemfragment sagt ein mögliches zukünftiges Ereignis voraus. Wie du spielst, entscheidet darüber, ob diese Prophezeiungen sich erfüllen. Während du Totems freischaltest, werden die Ereignisse der Vergangenheit klar. Okay. Okay. Ah. Ach so, das kann man dann abspielen, wenn man dann quasi alle gesammelt hat. Okay, interessant. Auch der Sound in dem Spiel ist unglaublich gut. Würde ich nur mit Headset empfehlen. Feuer? Hannah! Hannah! Hallo? Krass, da ist die ganz alleine. Hannah! Oh mein Gott, ich bin am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Oh oh. Hannah? Entschieden loszulassen, anstatt diesem mysteriösen Unbekannten die Hand zu geben. Das jetzt so die richtige Entscheidung war. Eher nicht, aber ich dachte, die Fallen wären ein bisschen sanfter da unten, aber jetzt sind beide... Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also... Du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Hm? Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich.
Okay, Ehrlichkeit ist gut. Und was daran macht dich denn nervös? Ich verstehe, verstehe. Sagen wir, die Vogelscheuche wäre nicht da. Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche, zum Beispiel. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ha. So Psycho-Onkel hier. Und was, wenn ich dir sage, dass es in der Hütte spukt? Der Schauspieler, der erinnert mich immer sofort an Prison Break. Ganz passend für die Rolle. Ah, okay, okay. Ich sehe, du leidest unter einer sehr starken Angst vor dem Übernatürlichen. Verborgen hinter dem Schleier des Todes ist letzten Endes das absolute Unbekannte. Meinst du nicht? Und was wäre mehr Grund zur Furcht als die Schrecken der Unsicherheit? Bitte denk immer dran. Dies ist nur ein Spiel. Ach, die Zeit ist leider um für diese Sitzung. Wir sprechen uns bald wieder. Okay? Ein passender Charakter für diese Rolle auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie oft wir den noch wiedersehen. Ob das auch Einfluss aufs Spiel hat, was man hier für Entscheidungen trifft bei ihm. Ja, das war wohl die Einleitung zu dem Ganzen. Jetzt ist richtig los, Leute. Vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwillingen. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab es? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts hin, behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen. Nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen,
Ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zur Ehren meiner Schwestern und, naja, okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Ja! Yeah. Okay, auf jeden Fall ein interessantes Intro, Vorspann, Wahnsinn. Auch der Soundtrack richtig gut. Ja, das hier ist Sam, die ist sehr gewissenhaft, Hannahs beste Freundin, umsichtig, abenteuerlustig. Bin ich mal gespannt, ob wir jetzt erstmal sie spielen oder wie es weitergeht. Ist jemand hier? Auf jeden Fall haben wir schon wieder den mit dem Messer gesehen, wie vor einem Jahr quasi schon da war. Okay, also es fesselt mich jetzt schon, das Game, das ist unheimlich gut gemacht. Und das, obwohl das Ganze schon 4 Jahre alt ist. Also damals schon top. Also schimmernde Objekte ist immer irgendwas, wo man interagieren kann oder irgendwas untersuchen kann. Das Tor ist kaputt, klettere rüber. Aha. Oh, Scheiße, lassen wir es. Ja, ist definitiv zu. Oder kaputt. Achso, da kann man es nochmal probieren. Also ich versuche es nochmal, aber wie soll man hier rüber klettern? Nein, kann ich vielleicht hier rüber klettern. Ja. Ja. Hörst mal sicher. Wir haben es ja nicht eilig. Klettern. Vor allem ist ja auch die feine Art, einfach einen Zettel ans Tor hängen. Ja, kletter mal rüber. Wobei, Sam ist ja abenteuerlustig, von dem her stört es sie jetzt, glaube ich, nicht so ungemein. Auf jeden Fall schon mal sicher auf der anderen Seite angekommen. Ist auch so düster und dunkel gemacht, das ist echt klasse. Oh. Hey, kleines Kerlchen. Hast du Hunger? Huh? Ah, nicht bewegen. Echt süß.
In echt sind die aber nicht so zutraulich. Hier kann man aktuelle Ziele sich ansehen. Ah ja, gehe zur Seilbahnstation, okay. Schmetterlingseffekt. Was kann man denn eigentlich hier machen? Ah, die haben wir wahrscheinlich noch nicht. Charakterinfo, Sam, Zwillinge. Ja, wir haben ja noch keinen anderen Charakter gespielt. Also, seit dem richtigen Start des Spiels. Cool. Butterfly Prophecies. Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiung. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten, Schmetterlinge brechen Träumen, Prophezeiung einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisierte die Art der Prophezeiung. Aha. Tod, schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Gefahr, rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Verlust, braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus. Führung, gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen. Glück, weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. Okay. Dann wissen wir das jetzt auch. Oh. Wieder ein Totem-Artefakt. Kann ich das jetzt auch irgendwie... Wenn dann... Ah ja, das ist jetzt von der Führung das erste, cool. Die liegen einfach so rum. Muss man aber auch darauf achten, dass man da keins vergisst oder übersieht. So, das ist ja wohl die Seilbahnstation. Chris, bist du hier? Ah, da ist irgendwann ein Rucksack, habe ich gesehen. Aber ich glaube... Wenn es nicht funkelt, dann kann man da auch nichts machen. Ah doch, jetzt funkelt er hier. Dein Rucksack ist hier, wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo, was haben wir denn hier? Handy? Ich wühle lieber nicht in den Sachen von Chris. Okay, also die Handlung hat jetzt Chris? Massiv das Spiel beeinflusst. Hey, du bist hier. Ah, Chris ist verknallt in Ashley, also nicht in Sam. Methodisch, beschützerisch, humorvoll, okay. Oh, also, ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Ich bin mal gespannt. Inwiefern mich das umhauen wird. Da gäbe es eigentlich auch noch was gefunkelt hat. Wanted. Haben Sie doch mal. Krass. Besuchen uns die meistgesuchten Verbrecher Amerikas? Pilgrim Victor. Vielleicht ist das nicht alles schon, vor, Leute. Fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Vorsätzlicher Brandstiftung. Okay, Polizei kontaktieren bei Hinweisen, ja. Können ja die Augen mal offen halten. Tada! Ziemlich krass, oder? Ja! Komm schon, das sind coole Babys! Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach mal. Großwildjäger, okay. Okay. Los geht's. Jetzt ballert er da rum, oder was? Okay. Auf Sandsäcke schießen.
und Dosen. Ja, ein bisschen schießen üben kann vielleicht nicht verkehrt wow, sein. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay. Müssen wir vielleicht später im Spiel noch. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Ich werde nicht auf das Eichhörnchen schießen, nein. Nicht schlecht. Ich hab dich erwischt. Hey, Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Lag das Gewehr da eigentlich schon? Das habe ich jetzt vorhin gar nicht gesehen. Ja, Leute, bevor wir in die Seilbahn hüpfen, mache ich an der Stelle mal einen Cut. Ich habe das Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Ein Jahr ist kurz. Ja, das war nur so ein kleiner, kurzer Dialog. Ja, auf jeden Fall ein klasse Spiel, Leute. Wenn es euch gefällt, schaut einfach im nächsten Video weiter. Es wird bestimmt noch ganz schön spannend hier. Bis dahin, Leute, macht's gut. Schaut einfach rein. Ich weiß gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich wäre ein Wrack. Na, wir müssen...